ist es soweit. Der große Moment ist gekommen. Wir haben so viel zusammen erlebt, durften uns kennenlernen. Ihr habt mich zu Hause besucht, meine Familie kennengelernt. Ich habe eure Familie kennengelernt. Aber letztendlich habe ich nur noch eine Rose und die ist für die Frau meines Herzens. Ich denke schon, dass ich die Rose von ihm bekomme, weil wir haben in den letzten Wochen echt viel zusammen erlebt und sind uns auch schon nahe gekommen. Und ich denke, ich wäre ziemlich verletzt, wenn ich die Rose nicht bekomme, weil ja, irgendwie, ich glaube schon, dass da was zwischen uns ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute die Rose von Jonathan bekomme, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben und wir sind uns ja auch näher gekommen. Und ich empfinde auf jeden Fall viel für ihn und denke, dass auch er etwas für mich empfindet. Und deswegen wäre ich sehr enttäuscht, wenn ich die Rose heute nicht bekommen würde. Diese Entscheidung ist wirklich eine der schwersten meines Lebens. Ich meine, dieser Augenblick kann über mein ganzes späteres Leben entscheiden. Und um mir sicher zu sein, denke ich, gibt es nur einen Weg und das ist, wenn ich auf mein Herz höre. Ich danke euch beiden für die gemeinsame Zeit, die wir hatten und dass ich euch kennenlernen durfte. Aber letztendlich musste ich die Entscheidung meinem Herzen überlassen und ich habe gemerkt, dass ich mich hier verliebt habe. Und deshalb frage ich dich, möchtest du diese letzte Rose annehmen, Lauren? Hey, komm dann. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Gekommen, dieser eine Moment für Julian Ballack, da ist alles andere egal. Er macht ihn! Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Europameister! Der junge Unternehmer Frank Drummer wurde über Nacht mit seinem Software-Startup zum Millionär. Mit dem Geld zog er nach Los Angeles und lebte dort einige Jahre im Luxus von Kalifornien. Jetzt zieht es den geborenen Oberasbacher wieder zurück in die Heimat. Ein Reporter der EJ Oberasbach hat ihn in seinem neuen Anwesen besucht. Ihre Startup-Firma, läuft die noch gut? Ja, es läuft auf jeden Fall sehr gut. Und Sie haben sich auch dieses Haus hier kürzlich gekauft. Das ist schon eine schöne Immobilie, muss man ja sagen. Auch die Einrichtung ist schon gut. Haben Sie das übernommen? Naja, wir haben extra einen Innenausstatter kommen lassen, der das Ganze so eingerichtet und designt hat, wie wir es wollten. Wir waren vor einigen Wochen auf der Fashion Week in Frankreich und haben dort in einem Atelier sämtliche Gemälde und Kunstwerke ausgesucht, die hier in diesem Haus zu finden sind. Ah, ja, ich verstehe. Also das sind ja schon schöne Kunstobjekte auf jeden Fall. Und Sie überlassen da Ihrer Frau das Kunstwerke kaufen oder sind Sie da auch mit beteiligt? Nee, das überlasse ich ihr. Was es kostet, ist eigentlich egal. Aber es sind schon 10.000 Euro, das war eigentlich 10 Minuten. Verstehe, also die Startup-Firma tut da schon immer gut das Geld abwerfen, um sich sowas leisten zu können. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Der 18-jährige Kevin Alpha ist ein absoluter Megastar und wird schon heute als der deutsche Justin Bieber gehandelt. Er sorgt für Massenpaniken bei Autogrammstunden und wird von seinen Fans belagert. Seinem Instagram-Account folgen fast 2 Millionen Fans. Im Sommer veröffentlicht er sein zweites Album und bringt außerdem sein erstes Buch heraus. Was sagen Sie zu dem ganzen Hype, der gerade um Sie läuft? Ja, das ist natürlich nice, aber ich denke, wenn man so ist wie ich, also so den Swag auf jeden Fall am Start hat und auch ein nicer Boy ist und fresh und so und fly,